Vor circa einem halben Jahr habe ich in einer Männer-WG gelebt mit meinem allerbesten Freund. Und immer am Freitagabend hat er junge Erwachsene zu uns eingeladen und er hat einen Lobpreisabend organisiert. An diesem Abend waren viele junge Leute dort und ich war in meinem Zimmer und hatte einfach Zeit für mich. Und als dann der Heilige Geist zu mir sprach, ich soll nach unten in das Wohnzimmer gehen und die jungen Leute fragen, ob ich für sie beten darf, bin ich aufgestanden, habe das meinem Mitbewohner mitgeteilt und er sagte, ja super, komm, wir machen das. Da war eine junge Frau, die hatte eine Zerrung an der Wade durch das Training, Sporttraining. Sie hat Parkour gemacht und hat sich die Wade gezerrt. Wir durften dann für sie beten. Sie wurde in 10 Minuten wurde sie komplett geheilt. Die hat da wieder den Spagat gemacht im Wohnzimmer und ist dann nach Hause gegangen, irgendwo als der Abend fertig war. Eine Woche später hat sie meinem Mitbewohner erzählt, dass als sie nach Hause gekommen ist, extreme solche Anfälle wie Kopfweh oder Migräne hatte. Danach hat sie die Brille abgezogen und merkte schon nach kurzer Zeit, dass die Schmerzen verschwunden sind. Hat ihre Brille wieder angezogen und die Schmerzen waren schlagartig wieder da und hat sie dann wieder abgezogen, die Brille, und als sie das zum zweiten Mal machte, merkte sie, dass ihre Augen komplett scharf waren. Und seit dieser Zeit hat diese junge Frau nie mehr eine Brille getragen und sie hatte wirklich, die hatte richtige Bierböden als Brillengläser. Und das war wirklich eine Sensation für mich, weil wir nichts dazu beigetragen haben. Wir haben für diese Wade gebetet und die Wade wurde auch gesund. Und gleichzeitig hat Gott ein souveränes Wunder gewirkt und ihre Augen wurden auch wieder hergestellt. Und das war das Beste, das ich je erlebt habe.